nicht. Haut das so hin ungefähr? Wo ich bin? Haut das hin mit der Kamera, wo ich ungefähr bin? Ich hoffe. Roswitha kraut Brownie den Kopf. Vielen lieben Dank für dein Kopfkraulen. So, warte mal ganz kurz. Ich hoffe, der PC verabschiedet sich nicht. Wenn ich weg sein sollte, wisst ihr warum? Aber es sieht erstmal ganz gut aus. Oh, als David King 3 vom Haken holen und 100 gejagt werden. Das hört sich gut an. Ist beides machbar. Und wenn ihr jetzt mitspielen wollt, Leute, kommt ran, kommt online, kommt in die Gruppe. Was ist denn jetzt los? Hä? Gab es ein Update? Oder bin ich gerade verwirrt? Ich bin verwirrt. Die Porträts sind ja schon neu. Guck mal, die sind ja schon neu. Wobei er ist noch nicht neu, ne? Aber hier, Kate. Hä? Okay, hier. Den wollte ich leveln. Ich bin online. Komm einfach in die Gruppe rein. Ich würde gerne mitspenden. Ja, Hami, komm rein. Kommt beide rein. Die Gruppe ist öffentlich. Ihr könnt einfach reinjoinen. Heute gerne auch ohne Talk. Wir machen es heute ein bisschen entspannter. Die letzten Male habe ich ja mit den Leuten geredet. Oh, ich musste das Rote nehmen, leider. Ich level ihn jetzt hier auf 50. Ja, Hami, herzlich willkommen. So, dann Wonki. Yes, Wonki ist auch am Start. Ich bin gespannt. Mit euch beiden habe ich, glaube ich, noch nie gespielt, oder? Sorry, falls ich es jetzt verwechsel und ich habe vielleicht schon mit euch gespielt. Aber ich glaube, dass dem noch nicht war. Und wenn, dann nur ganz kurz. Heute haben wir auf jeden Fall mehr Zeit. Theoretisch habe ich noch bis 23, 24 Uhr Zeit. Mal gucken. So, es wird jetzt deutlich entspannter als Sonic. Doch mit mir. Ja, Harvey, mit dir habe ich gespielt. Vorgestern, oder? Haben wir vorgestern gespielt? Du warst das mit im Talk, oder? Warst du das im Talk? Jetzt bin ich verwirrt. Mit dir haben wir sogar geredet, ne? Warte mal. Du warst die Person, die zweimal Fachabitur gemacht hat, oder? Oder beziehungsweise gerade macht. Ich habe dich nicht vergessen. Ich muss mich nur wieder neu erinnern. Ja, Hami und Adawonki. So. Lukas. Häusen. Hühnchen. Erzer Scarlet. Na, der Erste, der kommt, kann mitmachen. Bam, Hühnchen. Zack. Ich glaube, wir haben jetzt eine Frauenrunde. Ich bin ja mehr oder weniger auch eine Frau. Zumindest im Spiel. Adawonki, Yahami und Hühnchen. Ich glaube, ihr seid auch alles Mädels. Adawonki? Nee, ich nicht. Hä? Wo bist du hin? War das jetzt Absicht oder bist du gerade disconnected?
So, Fühnchen, herzlich willkommen, Adawonki und Jaham, ich hoffe, es klappt jetzt alles. Nein, stopp. Ah, nein, doch. Entkomme der Prüfung als Elodie Rakoto einmal mit einem äußerst seltenen Gegenstand. Oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Habe ich überhaupt einen äußerst seltener Gegenstand? Zwei Karten, äußerst selten. Oh Mann. Wenn ich sterbe mit ihr, ist dieses Item weg. Ich muss das irgendwie machen, ne? Ich weiß noch nicht wie. Ich mache erstmal eine Testrunde mit euch, wie es so läuft, bevor ich dieses Gegenstand mitnehme. Ich mache erstmal eine Runde ohne. Oh. Oh, das Item, also die, das Outfit finde ich schon geil, ne? Das Outfit hier finde ich schon geil. Oder soll ich lieber das? Ich nehme das Outfit. Das ist schon geil. Ich nehme das. Okay, eine Testrunde und danach mache ich die Mission. Soll ich jetzt die Mission machen? Ich muss Truhen öffnen. Schaffst du. Du bist rausgeflogen. Ich hoffe, du fliegst nicht in der Runde raus, Adawonki. Hatte vorhin eine Runde DBD schon gespielt und dabei deinen Stream geschaut. Wusste aber dann nicht, dass ich in einer Runde war und war fast bis zur Hälfte des Spiels AFK. Oh nein, Jahami. Wie kannst du nur... War das Sonic-Spiel so interessant, Jahami? Dass du die ganze DBD-Runde verpasst hast? Das war es doch gar nicht wert. Ich glaube, ich nehme doch die Karte mit. Ich habe nur zwei, ich riskiere es. Und ich setze einfach volle Karte darauf, dass wir rauskommen werden. Im wahrsten Sinne des Wortes, volle Regenbogenkarte. Warte mal, kann ich irgendwie... Gibt es ein Item, dass ich die Regenbogenkarte behalten kann? Nee, ne? Nö. Okay. Ich habe nur diese zwei Versuche. Wenn ich die nicht rauskomme, werde ich diese Mission einfach nie schaffen. Ich hoffe es. Es gibt eine Opfergabe? Oha, wie heißt die Opfergabe? Habe ich nicht. Eine Hand. Ich glaube, ich habe die nicht. Egal. Ich habe übrigens noch eine Torte mit. Ihr bekommt jetzt doppelte Blutpunkte. Puh. Was ist das denn hier? Wieso ist das verdeckt? Pudding. Oh, er hat Pudding mit. Pudding des Überlebens. 100% mehr Blutpunkte, aber nur für ihn. Wenn ich sterben sollte, nimmt gerne die Karte und entkommt. Ansonsten ist die Karte einfach weg. Brownie ist händelos. Wie soll er nur spielen? Ja, Hände und Augen sind so ziemlich das Wichtigste, was man braucht im Leben. Hände und Augen sind das Wichtigste. Ohne Augen wird es schwierig. Dann hast du halt nur noch deine Ohren. Du kannst zwar noch richtig viele Hörspiele hören oder Fernsehen den Ton hören oder in Streams oder du kannst hauptsächlich Hörspiele und Musik, ne, das ist geil. Aber du kannst halt nicht mehr zocken und das gleiche auch mit Armen. Sehr, sehr wichtig. Oh mein Gott, wir sind alle in der Killer Shack gestartet. So, ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Gestern hatten wir echt einen Reinfall. Habe ich aber scheinbar selbst verursacht durch ein BIOS-Update. Okay, kein Ruin. Dafür Bubba.
Ich habe mich perfekt platziert, oder? Mit der Kamera. Bin stolz. Wir haben einen Bubba, der nicht so gut ist. Wo ist die Kamera? Ich platziere mich noch perfekter als perfekt. So. Wie ein Profi. Ja, richtig. Wie ein Profi. Wie eine Gazelle bin ich da lang gegangen. Es ist keine Gazelle, es ist ein Rudolf, oder? Was ist das? Ein Reh? Ein Rentier? Es ist ein Ronzi, ne? Nennt man das. Ich habe übrigens auch einen Ronzi im Regal. Der passt mir nicht. Ich bin zu groß für dieses Ronzi. Aber vielleicht hole ich mir irgendwann nochmal einen Ronzi in XXXL. Du hast Sonic verpasst, Jarell. So eine Scheiße! Wir haben übrigens Sonic fast durchgespielt, Jarell. Heute gekauft, durchgespielt, bam. Aber hier, guck mal. Geiler Anhänger. Der ist richtig geil. Und übrigens, Sonic, der Film, den werde ich mir jetzt auch reinziehen, Jarell. Übermorgen oder so. Den gibt's bei Amazon Prime. Kostenlos. Was hast du denn für einen? Das ist so ein Ganzkörperanzug. Teleschnecke. Von Spider-Man. Wie ist das? Ist so in Ordnung, Jarell. Ist ganz cool. Ist ganz cool, aber ich glaube, so in 4-5 Stunden kann man das Spiel durchspielen. Oder 6 Stunden. Was ist los mit ihm? Möchte er uns den Sieg schenken? Ich hoffe es. Oh nein, er möchte uns nicht den Sieg schenken. Ich glaube sogar, er hat Noed mit. Oh, das ist ein Noob. Das wäre geil. Dann habe ich erste Runde direkt gewonnen und kann diese Scheißmission endlich wegmachen. Du hast es auf 100%, Jarell? Wie krass. Da musst du mir helfen. Ich habe in jeder Welt nur ein roten Stern gefunden von den 5. Ich muss alles nochmal machen. Alles. Ich habe erst 2 Welten gemacht, Jarell. Also ich muss noch 3 machen oder 4. Also alles gut. Oh oh. Holt jemand Yahami? Hühnchen ist übrigens auch ein Profi. Adawonki weiß ich nicht. Und Yahami ist auch gut. Yahami, mit der habe ich vorgestern gespielt. Super gut. Im Stream. Ja. Läuft super. 2 Gens noch. Die Runde werde ich gewinnen. Außer es passiert jetzt noch was Schreckliches. Zum Beispiel, ich werde angehangen und gekämmt und getötet. Oder genoet. Gemorit meine ich, genoet. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Man sollte nie den Sieg sich sicher sein. Weil dann wird man wankelmütig und dann stirbt man. Das nennt man Karma. Jarell, nächstes Jahr kommt wohl ein neues Sonic-Spiel raus, habe ich gelesen. Von einem anderen Zuschauer. Ich finde die Zuckerwelt mega geil. Oh, die habe ich gespielt, Jarell. Habe ich gespielt. Oh, wir sind gleich fertig. Okay, ich sterbe. Nein, 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 nein. Hallo? Hallo? Wir ziehen durch. Seid mir nicht böse, wenn ich direkt rausrenne. Ich will einfach nur die Mission machen. Ich habe nur 2 krasse Items. Wenn die tot sind, also wenn ich sterbe und die sind weg, dann muss ich richtig viel Blutpunkte investieren. Ich gehe raus. Ich habe Angst, ey. Oh, der hat kein Noed dabei. Hä? Hat jemals jemand für 500.000 Streambetten gekauft? Nein, noch nicht. Jarell macht das jetzt bloß nicht. Ich glaube, Tode hat sogar schon 500.000. So, wir holen jetzt Adawonki und gehen raus. Ist das ein Plan? Das ist ein Plan.
Okay, da ist ein Totem, da ist ein Totem, da ist ein Totem. Ich habe alle Totems gesehen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich könnte jetzt rausgehen und die Mission haben und dann ist gut. Oder ich bleib drin und werde sterben. Wo ist das Totem? Ich hab's. Ja, Harmi, hol Adawonki und Hühnchen. Let's go, wir gehen rein. Wir bleiben drin und riskieren... Wir bleiben drin und riskieren's. Wir bleiben drin und riskieren's. Ich hab kein BT. Scheiße. Ja, Harmi, du hast BT, oder? Nur, das ist kaputt. Let's go. Ich hab kein BT. Ja, Harmi hat BT. Scheiße. Noch nicht voll. Ich würde sagen, raus. Raus, 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 raus. Komm, 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 komm. Keine Bock, hier gekettensägt zu werden. Ich glaube, hier war der Ausgang. Oh nein, Adawonki. Vielleicht müssen wir uns doch nochmal heilen. Wo seid ihr? Oh, Adawonki ist tot, Leute. Komm, 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 komm. Adawonki ist tot. Komm, 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 komm. Wo seid ihr? Ich hab die Leute verloren. Adawonki ist auf jeden Fall tot. Da seid ihr. Ui, 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 ui. Adawonki, rest in peace. Aber danke, dass du den Killer abgelenkt hast. Nächste Runde werden wir alle entkommen. Ja, ich brauche noch ein bisschen Dingszeit. So gejagt werden und so. Gejagt werden, dies, das. Kann ich die Karte? Aha, aha, aha. Ja, voll gut, dass ich die Karte mit hatte. So habe ich direkt gesehen, wo das Totem ist. Adawonki, du brauchst dich nicht entschuldigen. Das war gut. Soll kein Hate sein, aber kommt irgendwann endlich wieder weniger DBD? Jarell, guck auf den Discord in den Stream-Infos. Diese Woche kommt viel DBD wegen dem Pass, weil ich nächste Woche auf der Hochzeit bin und dann ist der Pass vorbei. Ich will den Pass noch durchspielen, Jarell. Heute kam auf jeden Fall trotzdem noch spezial dieses wunderschöne Sonic-Spiel mit der wunderschönen Figur. Das Spiel werden wir auch noch durchspielen. Ich brauche ungefähr noch ein, zwei Streams, dann ist das Spiel durchgespielt, also auch abgeschlossen. Genauso Monster Hunters brauche ich noch ungefähr ein oder zwei Streams, dann ist das Spiel auch durchgespielt. Voll gut. Dann habe ich auch die Projekte, die am Laufen sind, abgeschlossen, außer Zelda und Horizon. Horizon wird aber auch noch weitergespielt, bei Zelda weiß ich es noch nicht. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, Mission completed. Das war die schwierigste Mission im Battle Pass. Die haben wir jetzt im First Try geschafft. Vielen lieben Dank an alle Mitwirkenden. Wir haben die schwierigste Mission im Battle Pass im First Try geschafft. Bam. Schaut hin. Wir sind vom Battle Pass 55 auf 58 hochgepippt. Mega gut. Vielen, vielen lieben Dank. Bam. Jetzt brauchen wir nur noch 12 Level. Vielleicht sind wir morgen damit durch. Vielleicht. Naja, gut. Mal gucken. So. Was machen wir als nächstes? Oh, da bleibt gar nicht mehr so viel. Rette 10 Überlebende vom Haken, nachdem sie dich vom Haken geholt haben. Ich mach was Leichteres. Rette 8 Überlebende vom Haken. Das ist gut. 8 Überlebende vom Haken holen. Jetzt nehme ich auch wieder BT mit. Ich habe bereit gemacht.
Oh, das gab richtig viele Blutpunkte jetzt durch den Kuchen. Mega gut. Gestern habe ich gar nicht so viel Level gemacht und vorgestern, aber heute, gerade eben, die eine Runde hat richtig reingehauen, ne? Das war schon richtig gut. Und er ist auch auf Level 50. Bam. Machen wir weiter mit ihm. Detective Tap. Oh nein, Yahami, was ist los? Hast du ein Disconnect? Oder musst du leider gehen? Warten wir noch kurz? Yeah. Minky raidet uns mit 3 Personen. Herzlich willkommen, Minky. Oha, was habt ihr gespielt? Danke für den Raid. Bei mir ist nichts. Hä? Du bist offline, Yahami. Du bist offline. Smash. Oha, wie cool. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Ich starte schnell neu. Alles klar, dann warten wir schnell. Smash Ultimate. Oh mein Gott. Ey, es kommt ja von Smash leider nur noch ein DLC raus mit einem Kämpfer. Alle hoffen ja, dass es Wario ist. Wann kommt eigentlich die Ankündigung dazu? Unbekannter Fehler aufgetreten. Okay, dann warten wir noch schnell. Aber scheinbar läuft jetzt mein Windows stabil, Minky. Am 3.10. kommt die Ankündigung. Oha! Der 3.10. ist ein Sonntag. Okay. Krass. Am 5.10. Am Dienstag. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und Windows 10 kommt übrigens auch am 5.10. raus. Und Minky, ich habe tatsächlich gar kein Problem mehr mit Windows 10. Das läuft. Das läuft. Ich habe es, glaube ich, selbst kaputt gemacht. Letztens. Aktualisieren. Um 16 Uhr. Am 5. um 16 Uhr. Oha. Ich mache das mit Windows morgen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn du ein BIOS-Update machst, pass auf, was du da einstellst. Donate. Da kannst du donaten. Nintendo. Ist aber keine Pflicht. Und bis heute gibt es übrigens noch Rabatt auf alle Abos auf Twitch. 20% Rabatt gibt es hier unten. Oder da unten. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr für 20% weniger eine Mitgliedschaft geben oder verschenken. Ihr könnt ein Abo verschenken für 3,19 Euro statt 4 Euro. Ach ja, die Abos sind ja günstiger geworden. Für 3,19 Euro statt 4 Euro könnt ihr jetzt ein Abo verschenken. Oder für 15 Euro könnt ihr 5 Abos verschenken statt 20. Das ist nur im September so. Heute ist der letzte Tag, glaube ich. September. So. Oh nein, jetzt ist Adawonki raus. Was ist los bei euch? Sehr merkwürdig. Yeah. Noch ein Pip. Nintendo unterstützt uns mit 1,28 Euro. Liebe geht raus. Danke dir, Nintendo. Vielen, vielen lieben Dank. Ganz, ganz viel Liebe, Nintendo. Ich habe übrigens letztens, habe ich wieder das Armband gezeigt, was du mir geschenkt hast, Nintendo. Was du in Afrika gemacht hast. Richtig, richtig schön. Die Person, der ich das gezeigt habe, die fand das richtig schön, das Armband. Die fand das richtig schön. Und die hat gesagt, ich soll das öfter tragen. Ich soll das öfter tragen.
Das freut mich. Und hat es auch nicht verstanden, warum du es nicht trägst. Vielleicht trage ich das auf der Hochzeit nächste Woche. Vielleicht trage ich das auf der Hochzeit. Nächste Woche habe ich eine Hochzeit. Ich selber heirate nicht. Aber vielleicht trage ich das ja da. Dann trage ich das. Gute Idee, oder? Dann mache ich ein Foto davon. Alessandro, herzlich willkommen und call me Lukas. Lukas, ich habe den Battle Pass durch. Zumindest die Mission. Oh, warte mal, wenn ich die Mission durch habe, dann habe ich doch jetzt den Anhänger bekommen. Was war denn der Anhänger in diesem Pass? Das da, ne? Heiliger Ort des Beobachters. Das war, glaube ich, letzten Battle Pass, Blutmond. Voll hässlich. Kaputter Globus. Ne, das hier. Kaputter Globus war der letzte Anhänger. Yeah. Die drei sind wunderschön. Minky just gift a subscription to Nocti. Vielen lieben Dank für die Subscription. Danke für den Support, Minky. Liebe geht raus. Ein Buch? Schade übrigens. Das Buch? Ach, das hier. Schundschrecken. Stimmt, das hier war im letzten Battle Pass, ne? Das hier ist das. Das, dieses Buch da. Übrigens, diese Anhänger hier, die sind jetzt hier. Seht ihr sie? Seht ihr meine Maus? Ja. Diese Anhänger sind hier. Und jeder, der jetzt... Jeder sieht diese Anhänger im Spiel, die ich denn trage. Vielen lieben Dank, Minky, für den Support. Und schade, dass ich dich nicht raiden kann. Oder dich subscriben kann und unterstützen kann. So wie du mich unterstützt. Weil immer wenn ihr streamt, streame ich auch. Immer wenn ich nicht streame, habe ich keine Zeit. Und dann habe ich auch keine Zeit, bei euch vorbeizuschauen. Es tut mir echt leid. Aber vielleicht irgendwann kommt der Tag, an dem ich offline gehe und ihr seid vielleicht live. Dann raide ich auf jeden Fall rüber. Wie schnell die Zeit vergeht. Morgen ist schon der 1. Oktober. Ich freue mich schon auf den 31. Oktober, auf Halloween. Da kommen nämlich wieder so schöne Horrorfilme raus. Hier in Dead by Daylight gibt es ein Halloween-Event. Das wird auch richtig geil. Freue ich mich auch schon drauf. Wenn das Halloween-Event ist, werden wir auf jeden Fall auch DBD spielen. Und es kommen richtig schöne Horrorfilme raus. Ich glaube, Saw. Ich glaube, es kommt ein neuer Saw-Film raus. Dann kommt Halloween-Remake raus. Und auch noch andere Halloween-Filme. Ich glaube, Escape 2 kommt raus, ne? Der 31. wird ein Sonntag. Escape 2 kommt raus in den Kinos. Ich freue mich schon sehr auf die Horrorfilme. Ich mich auch. Ich mich auch. Die werden dann alle gesuchtet. Im Kino, auf Netflix, auf Disney+. Übrigens auf Disney+, ja, Hami, bin ich gerade dabei. Escape 2 ist schon draußen. Oh nein, habe ich verpasst. Wieso habe ich den nicht gesehen? Habe ich den gesehen? Nee. Ich habe Teil 1 gesehen. Escape 2 muss ich unbedingt dann noch nachholen. Escape Room. Kommt im TV am Sonntag? Escape Room meine ich auch. Escape Room 2. Ja, Hami, ist der schon im Kino gewesen? Dann habe ich den verpasst. Escape Room kommt schon im TV von Teil 1. Minky, guck ihn dir an, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Der ist richtig gut. Und aktuell, horrormäßig, schaue ich auf Disney Plus American Horror Stories. Nicht zu verwechseln mit American Horror Story. Es ist genauso, nur dass pro Serie, pro Folge eine Kurzgeschichte ist. American Horror Story ist ja pro Staffel eine Geschichte. Und hier ist pro Serie eine Geschichte. Was ziemlich cool ist. Unbedingt schauen. Ja, Minky, mach das. Schau es dir unbedingt an. Ich dachte, eine Freundin von mir meinte, sie war da drin. Und dann habe ich sie verpasst, ja, Hami. Habe ich verpasst im Kino. Escape Room 2 ist draußen. Hast du es gesehen, Teleschnecke? Hast du den Film schon gesehen? Also den will ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Alleine wahrscheinlich. Läuft noch im Kino? Oha. Muss ich mir anschauen.
Muss ich mir anschauen. Vielleicht in Warschau oder Prag. Oder Budapest. Mal gucken. Vielleicht in Polen auf Englisch. Oder Polnisch. Mit türkischen Untertiteln. Bin gespannt, wer den letzten DLC-Kämpfer... Es wird Wario bestimmt. Alle wünschen sich seit Jahren Wario. Wenn der letzte DLC-Kämpfer nicht Wario ist, dann wird es einen riesen Shitstorm geben. Sie müssen eigentlich... Sie haben eigentlich gar keine Wahl. Sie müssen Wario bringen. Wario ist der einzige im Nintendo-Universum, der noch fehlt. Wer wichtig ist. Soul Calibur, Ragnar aus Blatzerblut? Nee, es wird Wario werden. Die Killer mögen mich nicht. Ada Wonki. Wir holen dich gleich. Halte durch. Nein, 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 mach keinen Fluchtversuch. Mach keinen Fluchtversuch. Wenn du Fluchtversuch machst, dann kommst du gleich Stufe 2. Ich hol dich mal lieber. Wenn du Stufe 2 kommst... Warte mal, meine Mission ist es sowieso, jemanden zu holen. Meine Mission ist sowieso, dich runterzuholen. Let's go. Ich hol dich. Wario ist schon seit Bro dabei? Nein. Nein. Wario ist noch kein Kämpfer. Wario wird seit Brawl gewünscht, ist aber noch nicht dabei. Nur eine Kämpfertrophäe, aber als spielbaren Charakter, meine ich. NFSU 2 King. Wario ist bis heute kein spielbarer Charakter. Und alle wünschen es sich. Was? Ich hab den Perk nicht mit. Scheiße. Wieso habe ich den Perk nicht mit? Den Perk der Täuschung. Geiler Perk übrigens. Oh mein Gott, Minky! Just scripted a subscription to Yahami! Vielen lieben Dank! Oh mein Gott! Danke dir für den riesen Support. Das ist schon deine zweite Unterstützung heute. Vielen, vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Hilfe! Ich werde gejagt. Ich kann gerade gar nicht meine Liebe ausdrücken. Aber Teleschnecke macht es. Vielen, vielen lieben Dank. Dieses Herz oder die Herzen von Teleschnecke sind nur für dich. Aua! Jetzt wurde ich getroffen. Ganz viel Liebe im Chat. Ja, Hami, du sollst spielen, nicht chatten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh mein Gott, ich bin hängen geblieben. Das war's. Weil ich hängen geblieben bin. Ich wusste nicht, dass da so eine Kerbe ist. Ich dachte, ich kann da so geschmeidig rumlaufen. Und da bin ich in die Sackgasse gelaufen. Drei Gens noch. Zwei Gens noch. Und zwei Leute hingen nur. Das ist mega gut, Leute. Da. Einer hing. Mega gut. Hä? Bin ich nach links gewandert? Jetzt sitze ich perfekt. Oh, vielen Dank. Oh, oh. Was denn jetzt? Minky hat uns seit 700... Du hast noch gar nicht selbst abonniert? Twitch Prime auch noch? Vielen lieben Dank, Minky. Vielen, vielen lieben Dank. Liebe geht raus. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich kann das ja gar nicht... Wie soll ich dir das zurückgeben? Ganz viel Brownie-Herzen. Und andere Herzen von Roswitha. Oh Gott, wo müssen wir hin? Ada Wonki muss aufpassen. Wenn sie jetzt hängt, ist sie beim nächsten Mal tot. Aufpassen. Oh, sie kommt her.
mich nicht gesehen. Perfekt. Holt jemand Adawonki? Du brauchst ja jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Freue dich einfach darüber und die Beschenkten auch. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich kann das nicht oft genug ausdrücken oder sagen. Durch euren Support ist das überhaupt alles erst möglich, dass ich hier so viele verschiedene Spiele streame. Auch wenn ich diese Woche sehr viel DVD streame, ja, ich weiß. Aber ich spiele trotzdem über das Jahr hinweg echt viele Spiele und versuche auch immer das zu spielen, was ihr wollt. Und gleichzeitig natürlich auch Spaß dabei zu haben, weil es auch sehr wichtig ist. Ne? Spaß zu haben und zu behalten. So. Wo ist jetzt hier noch ein Gen? Wo ist hier noch ein Gen? Hier ist ein Gen. Oh nein. Kommt der hoch? Yahami liegt. Ich werde Yahami holen. Mach du den Gen weiter. So, und Adawonki darf jetzt nicht gejagt werden. Adawonki ist nämlich dead on hook. Bedeutet, nächster Haken ist sie tot. Oh oh. Ist der Killer bei uns oder oben? Ich hoffe, er ist oben. Oben ist auf jeden Fall der Gen hier vorne. Den könnten wir helfen. Der müsste gleich durch sein. Perfekt. Ey, ihr seid ja richtig gut. Hühnchen, Yahami und Adawonki. Heute sind... haben wir nur Siegerrunden. Jede Runde einfach gewonnen. Einfach jede Runde gewonnen. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Nöd dabei hat. Okay. Laut dem Gestöhne macht da gerade jemand einen Gen. Adawonki liegt. Adawonki ist tot. Es tut mir leid, Adawonki. Aber du hast richtig gute Arbeit geleistet. Und ich bin im Schrank. Aber warte mal. Nee, du bist tot, leider. Er ist hier. Vorbeigelaufen. Da unten ist, glaube ich, Hühnchen, oder? Ist das Hühnchen? Ich glaube, das ist Hühnchen. Es tut mir leid, Adawonki, aber du hast gute Arbeit gemacht. Vielleicht kriegen wir dich nächste Runde raus. Auf jeden Fall ein gutes Team. War Luigi nur als Trophäe dabei? Mario selbst ist ein... Ach, Waluigi fehlt noch. Stimmt. NFSU King. Nicht Wario, ich meine Waluigi. Waluigi fehlt. Waluigi fehlt. Oh oh. Wo ist Hähnchen hin? Waluigi fehlt. Waluigi brauchen wir als letztes DLC, auch wenn es mega langweilig ist. Oh mein Gott. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Oh mein Gott. Ja, Waluigi fehlt, stimmt. Danke für die Korrektur. Ey, jetzt gerade war es knapp, ne? Weil ich einmal nochmal rumrennen musste, hätte er mich nochmal geschlagen. Wäre ich tatsächlich nochmal an den Haken gekommen. So, 3, 5 Leute muss ich noch vom Haken holen. Oh, ich bin jetzt Silber 2. 2 Pips bekommen. Mega gut. Die Runden laufen so gut. Kein Ding. Der Killer ist sehr gut gewesen.
Findest du? Ich fand ihn okay. War okay. Aber ich hatte schon sehr viel stärkere Killer. Von daher war das für mich eher ein Kinderspiel. Aber ich hatte auch einfach Glück. Man muss halt auch ein bisschen Glück immer haben. Wenn der Killer natürlich dich die ganze Zeit sieht und verfolgt und dich auffängt, dann hast du halt auch echt keine Chance. Wenn er so wirklich auf dich abgesehen hat. So eine Runde hatte ich auch schon, wo ich einfach keinen einzigen Gen machen durfte, weil der Killer einen immer ständig gejagt hat. Da kannst du natürlich noch so gut spielen. Du bist dann halt einfach der Angearschte an der Stelle. So. Heute werde ich, glaube ich, noch Rang Gold. Heute schaffen wir es noch auf Gold. Und wir schaffen noch Level 60, glaube ich. Level 60 ist realistisch. Und da müssen wir noch 10 Level machen. So, Alter Wonki, einmal bereit drücken. Dann geht's weiter. Für mich wird das die letzte Runde. Oh nein. Unsere Supergruppe zerbricht gerade. Yahami, aber trotzdem danke fürs Mitspielen. Wir müssen auf jeden Fall öfter spielen. Es läuft so gut. Es läuft so gut. Auch wenn Adawonki noch stirbt, aber dich kriegen wir auch noch lebendig raus. Ich freue mich immer wieder, wenn ich dabei sein kann. Sehr gerne. Ich versuche mein Bestes bei dem Spiel. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt, wie gesagt. Viele haben immer Angst, so, ich will nicht mitspielen, ich will mich nicht blamieren oder so. Ihr blamiert euch nicht. Alles gut, Leute. Alles gut. Deswegen. Adawonki spendet 300 Bits. Vielen, vielen Dank für den 300er Schier. Man kann nicht mehr fallen. Das ist echt cool. Ja, man kann nicht mehr absteigen im Rang, wenn du das meinst. Das nimmt so viel Druck weg. Ja, Minky, vor allen Dingen ist das Spiel jetzt nicht mehr so toxisch. Ne? DBD davor war immer mega toxisch. Jeder hat jeden beleidigt. Und viele haben halt wirklich immer auf den Punkten geachtet. Jetzt ist das Spiel deutlich entspannter. Deutlich entspannter. Deutlich entspannter. Dadurch, dass man halt nicht mehr ständig bestraft wird. Die Strafe ist weg. Gab es Stress? Nein, Nivi. Es gab keinen Stress. Wir haben jede Runde gewonnen. Eigentlich war Scorpion aus Mortal Kombat vor einiger Zeit mal in Smash Bros. Geplant. Aber da die Mortal Kombat-Reihe brutal ist, hat Nintendo selbst dagegen entschieden, ihn in Smash einzuführen. Oh ja, Mortal Kombat ist viel zu brutal. Da werden ja wirklich so die Herzen rausgerissen oder die Gedärme und so. Das ist fehl am Platz bei einem Nintendo-Spiel. Auf jeden Fall habe ich
tatsächlich nichts Toxisches mehr erlebt, seitdem die das rausgenommen haben. Voll gut. So. Das Blut, ja, das Blut. Sniper ist auch nicht ohne. Ja, aber das, wir reden ja von Super Smash Bros. Roswitha, dass dort innerhalb von Super Smash Bros. Nichts Brutales ist. Super Smash Bros. Ist ja ein Spiel, wo alle Kämpfer aus verschiedenen Spielen zusammen sind und gegeneinander kämpfen. Und da können die halt nichts Krasses machen, wo Leute wirklich Köpfe abgehackt werden oder sowas. Haben wir eigentlich Ruin? Ich hab's nicht... Es ist auf jeden Fall der Doktor. Ja, Hami hängt. Oh nein, im Keller. Das ist der schlimmste Ort, den es gibt im Spiel. Weil man muss halt ein ganzes Stockwerk runterlaufen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich mach den Gen weiter. Ich mach den Gen weiter. Oh nein, auch im Keller. Der Doktor macht immer richtig viel Terror. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Aber die anderen haben gerade richtig Terror. Ich sag's euch. So, ich muss jetzt aufpassen, dass ich den dritten Gen nicht hier neben den anderen beiden mache. Ich muss jetzt ein bisschen weiter laufen. Ansonsten sind die letzten Gens alle nebeneinander. Und der Doktor braucht einfach nur im Kreis laufen. Deswegen muss ich ein bisschen aufsplitten jetzt. Ich gehe mal zu einem ganz anderen Gen. Okay, verkackt. Killer hat mich gesehen. Oh, aua. Der hat mich verloren. Der Doc ist als Gegner immer heftig. Ich habe noch... Also, ich glaube, so 90% aller Docs sterbe ich. Zum selber zocken sehr nice, das stimmt.
Ah, mein Ohr! So, jetzt aber. Travis aus No More Heroes. Oh ja. Aber ich glaube, die werden Luigi reinmachen. War Luigi. Weil Super Smash Bros. Ohne Mario, also Charaktere, da fehlt einfach noch. Ich kann nur Doc und Trickster? Du kannst Trickster spielen? Oha. Ja, Hami ist tot. Oh nein. Ruhe in Frieden. Oh nein. Die anderen werden auch sterben. Oh, ich bin nicht richtig gut, Leute. Heute ist meine Performance gut. Der hat sich so stark auf mich fokussiert. Ich habe ihn einmal abgelenkt. Einmal ganz kurz abgelenkt. Aber da hingst du, glaube ich, im Keller. Oh nein, jetzt ist Adawunki die nächste. Zwei Gens noch. Ein Gen in der Mitte. Oh nein. Und da hinten ist einer noch. Relativ alles nebeneinander, ne? Aber da hinten ist, muss nur einer sein. Schluck trinken, danke dir. Er hat mich gesehen. Abzug. Danke für den Schluck. Vielleicht kann ich mich noch voll heilen. Nee. Ich häng zum ersten Mal. Alles gut. Wenn ich Killer spiele, dann spiele ich auch Doktor. Single Gen. Es gibt nichts Schlimmeres. Danke dir nochmal fürs Runterholen. Sie macht den Gen oben. Aber ich glaube, Hühnchen holt jetzt Adawunki, deswegen ist der Gen jetzt blockiert, weil sie abgebrochen hat. Oh, sie wird gejagt. Scheiße. Adawunki, ich schaff's nicht mehr. Das war mein Versagen. Es tut mir leid. Sorry. Vielleicht verlieren wir jetzt genau deswegen. Hätte ich dich geholt, hätten wir jetzt zu zweit schnell einen Gen machen können. Ich hab dich getötet. Oh, scheiße. Thank you.
In der Mitte ist ein Jen. Oh nein! Der gewinnt jetzt auch noch. Der gewinnt das Match. Wie lächerlich. Schade. Schade. Es war so gut. Es war so gut. Puh. Schade, schade, schade. Letzte Runde verlieren wir immer. Ach, es war ja fast gewonnen. Es war ja fast gewonnen. Will noch jemand mitspielen? Will noch jemand mitspielen? Lukas ist leider offline. Ansonsten einfach weiterspielen. Spielen wir zu dritt. Ich gehe schlafen. Was? Nee, warte, warte. Jetzt bin ich verrutscht. Und wenn es meine... Nein, so bin ich dann jetzt weg. Schöne Nacht euch allen. Alles klar, Hami. Vielen Dank fürs Mitspielen. Es war echt cool. Und ich gehe schnell meine Quest abgeben und neue holen. Alles klar? Aber du musst da eigentlich nicht rausgehen, Adawonki. Du kannst das in der Lobby machen. Und gute Nacht, Hami. So, jetzt habe ich's. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir alles. Das war's. Jetzt nochmal bereit drücken.
Immer diese Wartezeiten. Will noch jemand mitspielen? Auch heute raus. Alles klar. Ich wünsche dir eine gute Nacht, NFSU2 King YouTube. Bam, 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 bam. Toda, möchtest du mitspielen? Spät ist es eigentlich? Ich habe keine Uhr mehr. Ah, da ist die Uhr. So. Es geht weiter. Oh, ich bin direkt neben der Kiste gespawnt. Hat man auch selten. Aber voll cool, dass jetzt mit Windows 10 alles funktioniert, oder? Ich hatte schon echt Bedenken, dass ich irgendwie ganz Windows neu installieren muss. Er hat mich nicht gesehen und nicht gehört, das ist gut. Wir sind im hässlichen Sumpf. Lass uns mal checken, ob er Ruin dabei hat. Ich glaube, es ist nicht Boba, sondern... Wie heißt der andere? Ich spawn immer neben einem Haken. Minky, möchtest du mitspielen? Es ist nicht Boba, sondern... Wie heißt der andere? Hillbilly. Hillbilly? Möchtest du mitspielen? Ich esse nebenbei noch zu Abend. Oh, was isst du denn Schönes? Hab ich eigentlich was gegessen? Nee. Ich hab gar nichts gegessen. Ich muss mir auch noch was zu Abendbrot machen. Vielleicht so Hähnchenkeulen? Hätte ich schon Bock drauf. Oh, ich hätte irgendwie Bock auf was richtig Geiles. Irgendwas Gekochtes. Salat mit Hähnchenbrust. Oha.
Ich hätte irgendwas Geiles gern. Danke dir. Käse-Nuggets? Oha! Ich habe Käse-Nuggets noch. Aber die wären geil mit einer Flasche Wein. Also nicht einer ganzen Flasche, sondern ein Glas. Ein Glas Wein mit Käse-Nuggets ist lecker. Weil ich kann nicht ein Glas Wein öffnen und den Rest des Weins wegkippen. Das ist halt auch blöd. Rotwein, ja. Rotwein mit Käse ist immer lecker. Aber es wäre schade um den Rest des Weins, wenn ich den wegkippen muss. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht die nächsten Tage jeden Tag trinken. Das ist für mich allein einfach zu viel. Einfach zu viel. Glück gehabt. Er hat mich nicht gesehen. Profi. Kommi Lukas, komm rein. Komm rein, mach mit. Ein Platz ist frei geworden. Und die Runden sind alle gut gewesen. Bisher. Oh, ich habe sogar noch ein Werkzeugkasten. Ich mache Geschichtsordner fertig. Wie fertig? Für den Müll oder was? Nein? Oh shit, da ist noch ein Gen. Da vorne ist noch ein Gen. Ich muss den hier machen. Wenn das beides die letzten beiden Gens sind, dann kann sie einfach loopen. Die ganzen Blätter und so einheften. Macht man das nicht sofort? Lukas, kleiner Lifehack. Wenn du ein Blatt bekommst von der Lehrerin, hefte es sofort ein. Fertig. Fertig. Einfach, du hast nichts. Du musst nichts mehr machen, Mann. Wenn du aber ein ganzes Jahr lang die Blätter einfach nur lose reinlegst, dann hast du eines Tages ein Problem und musst alle Blätter einheften. Richtig scheiße. Ich war in 3 Tagen nicht da. Wo warst du denn? Schwänzt du da was? Französische Revolution. Mit Napoleon. Napoleon, der Russland einnehmen wollte. Wie immer. Erfolgreich. Dann werden sie größenwahnsinnig und stürzen das Reich. Napoleon gehen wir jetzt durch. Oha. Oha, wir sind fertig. Wir gehen raus. Oh oh. Komm noch nicht her, ich bin noch nicht fertig. Okay, du kannst langsam kommen. Komm her! Nein, komm nicht her! Scheiße! Ich versuche rauszukrabbeln. Würdest du mich nicht lassen? Immerhin kein Ruin, kein Nöd. Lass dich nicht hitten, sonst kannst du mich gleich nicht tragen. Nein. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Mich nicht lupen. Nein. Er wird mich campen, die Sau. Egal, ihr könnt jetzt alle entkommen. Adawonki. Oh oh. Adawonki, geh raus! Du läufst in die falsche Richtung! Nein! Kein BT! Nein!
Schade. Keiner von euch hatte BT. Das heißt, niemand hätte mich retten können in der Situation. Niemand hätte mich retten können. Schade. Aber war gut. Ich hoffe, ihr kommt noch raus. Sieht nicht so aus. Einer von euch wird sterben. Schade, dass keiner von euch BT dabei hatte. Muss kurz in die Küche. Was machst du denn da? Habe ich trotzdem Plus bekommen? Nee, schade. Bam, bam, bam. Aber... Ada Wonki, du bist entkommen. Endlich. Haben wir es geschafft. Endlich haben wir es geschafft. War es die dritte oder vierte Runde? Vierte, ne? Minky, möchtest du mitspielen? Traust du dich? Drei Leute muss ich noch vom Haken holen. Wenn ich mit Essen fertig bin. Ach ja, du isst ja noch. Da war ja was. So direkt wieder vergessen, ey. Sorry. Oh nein. Ich möchte jetzt echt alle auf 50 hochleveln. Ist noch einiges. Den komplett. Ihn. Sie. Ihn. Sie. Boah, sie nochmal komplett und sie. Dann will ich alle einfach mal eben auf 50 haben und danach prestige ich erst wieder. Danach will ich erst wieder prestigen. Oh, Lukas kommt. Perfekt. Was esse ich heute zum Abendbrot? Irgendwas aus der Dose, glaube ich. Oder Käse-Nuggets. Wie spät? Ah, ist ja auch Zeit. Kurz im Lurk. Alles klar.
So, ich würde gern wissen, welche Einstellung im BIOS mein Windows zerschossen hat. Das würde ich auch gern noch rausfinden. Vielleicht gucke ich mir das nachher nochmal an im Stream. Nach dem Stream. So. Könnt ihr noch rausgehen? Ja, wir können rausgehen. Wollen wir rausgehen? Hühnchen und Ada? Für Lukas? Wieso hast du eigentlich schwarze Haare? Wo hast du den Skin her? Ich geh raus, komm. Wo hast du den schwarzen Skin her? Warte mal. Den gibt's doch gar nicht. Wo hast du den her? Wieso hast du schwarze Haare? Hier. Ist der neu? Ist der neu? Ich hab den hier. Den kann man sich irgendwie holen für 1 Euro oder so im Internet. Auf russische Seiten. Kostet ja sonst auch 10 Euro oder so. Die kannst du dir für 1 Euro auf russische Seiten kaufen. Schon lange draußen. Ey, der ist ja voll hübsch mit den schwarzen Haaren. Ich habe die russische Version günstig aus Russland. Okay, einmal bereit drücken. BT Adrenalin. Was habe ich hier noch? Windburst. Niemand entrinnt den Tod. Nee, hab ich nicht. Bin ja kein Killer. Ich spiel wieder mit Meg. Wobei... Sie ist kleiner, ne? Von der Größe her. Oh. Guck mal, ich habe sogar noch Opferkuchen. Soll ich Opferkuchen nehmen? Oh, was? Mit ihr habe ich noch keinen Babysitter und kein Niederwill 2? Müsste ich auch noch leveln. Der Skin ist auch mega cool. Den Rest finde ich gar nicht so geil. Wen habe ich jetzt eigentlich immer gespielt? Yui habe ich immer, ne? Nee, nicht mit dem Outfit. Yui habe ich auch sehr gern und sehr... Oh, sie hat auch noch einen Kuchen. Sie hat 2 Kuchen, die ich skillen kann. Die muss ich mir holen. Hat sie BT? BT hat sie. Hä, sie hat auch die perfekten Sachen. Alles, was man braucht. Nimm ich sie mit. Welchen Skin ich sehr oft gespielt habe oder sehr lange, war, glaube ich, das, das und das hier, ne? Das habe ich sehr lange gespielt. Diese Mischung. Wobei diese natürlich auch mega nice ist. Ich mag diesen Skin. Ich mag diesen Skin irgendwie. Oh, ich habe hier sogar noch Silvesterböller und sowas. Mega cool. Okay, dann bereit. Ich mag die neue Survivorin, die Mitte Oktober rauskommt. Das wird ja eine Witch, eine Hexe. Irgendwie ist sie cool. Ihre Perks sind auch ganz in Ordnung, glaube ich.
So. Dum, 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 dum. Schon sehr lange draußen, sagt Lukas. Krass, 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 krass. So. Ich glaube, ich mache mir Käse-Nuggets. Minky. Bald haben wir alle guten Killer-Survivor-Missionen gemacht. Da muss ich zum Killer wechseln. Vielleicht mache ich im nächsten Stream oder so mal Singleplayer-Killer. Oder ich spiele das privat. Ich weiß nicht. Könnt ihr entscheiden. Dann streame ich was anderes und den Killer mache ich privat. Weil bei Killer könnt ihr natürlich nicht mitspielen, aber zuschauen. Vielleicht ist es ja auch spannend. Mit Musik. Was war das denn? Warte. Wer ist der Killer? Ist das Nemesis? Kein Ruin? Pinhead. Ah, Pinhead. Jetzt sehe ich es auch. Da hinten ist er. Habe ich übrigens nie geguckt, die Serie. Oder die Filmreihe. Ich dachte, es gibt einen Film. Wurde ja letztens des Besseren belehrt. Es gibt 10 Filme. Ich glaube, ungefähr 10 Filme gibt es. Vielleicht schaue ich mir den auch irgendwann mal an. What? Ich werde gejagt! Hilfe! Hat mich gesehen, oder? Schade. Ich dachte, ich bin entkommen. Hihi. Oh, Hallöchen. Block mich nicht! Oh, oh. Abgeschmiert. Sorry, Lukas. Oh, wer läuft denn da lang? Comedy. Moment mal. Die haben den Gen gar nicht fertig gemacht.
Jetzt. Hä? Ist ja auch blockiert. Kann mich jemand heilen? Oh, jemand müsste die Kiste gleich machen. Ja, ich glaube, da läuft schon jemand zur Kiste. Mega gut! Nur ein Haken! Hi, mich! Oder? Nope. Scheiße, die beiden Gens sind nebeneinander. Frage ist, wo der dritte Gen ist. Da hinten. Da ganz hinten. Lukas muss jetzt extrem defensiv spielen. Lukas, du musst extrem aufpassen. Damit du nicht stirbst. Alle anderen können noch locker Hooks vertragen. Versteck dich lieber. Für den Rest der Runde. Geil. Hab ich gleich. Hab mich gleich selbst geheilt. Scheiße, der andere Gen ist. Der andere Ausgang ist auf der anderen Seite der Map. Aber vielleicht kann uns das egal sein. Hühnchen braucht Hilfe. Komm her, komm her, komm her, komm her. Easy. Ich glaube, sie hat keinen Nuet. Sonst wäre das schon getriggert worden. Ein Hühnchen. Okay. Fehlt nur noch Lukas. Wo ist Lukas? Oh. Huh? Alter. Ich dachte gerade noch, sie packt mich. Mit den Ketten kann man nämlich nicht entkommen. Mit den Ketten kannst du nicht entkommen. Da muss man extrem aufpassen. Oh nein, ich habe niemanden vom Haken geholt. Ich habe einen Plusblip bekommen. Fox Live YouTube. Okay. 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 Ich brauche noch 9000
Splitter. Ich weiß nicht, wie viele Level das sind. Ich bin Level 488. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie viel ich nächste Runde bekomme. Egal, ich drücke einfach bereit. Eigentlich kann ich chillen leveln. Ich glaube, ich level einfach chillen. Oh nein, ich muss die rote Spritze nehmen. Viel zu teuer. Und schon pleite. So, einmal bereit drücken, Lukas. Perfekt. Ich muss mal eben kurz gucken. Grafikkarte. Die da, die da, die da. Was habe ich gerade eigentlich für einen Grafikkartentreiber? Einundzwanzig. Hä? Softwareversion. Keine Ahnung. Mega komisch. Ich glaube, die ist uralt, ne? Komisch. So. Yes. Es geht weiter. Jetzt muss ich auf jeden Fall die Leute vom Haken holen, damit ich meine Mission endlich weitermachen kann. Immerhin habe ich auch BT dabei. Dann brauche ich nur noch 11 Battle Pass Level. Nur noch ist gut. Es ist noch viel. Es ist viel.
Willkommen zurück, Minky. So, ich hoffe, der Stream laggt jetzt nicht oder so. Wie hat er mich gesehen? Betrug! Betrug! Schade. Schade, 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 schade. Hä, vielleicht hat er keinen Atem. Ah, schade. Okay. Keine Heilung, doch. Doch nicht. Das Zombie. Nein! Ich muss doch vier Leute vom Haken holen. Und sie hat's einfach vor mein Gesicht gemacht. Vor meinem Gesicht. Ist der Djinn in der Mitte schon fertig? Lol, ist der einzige Djinn, der noch fertig ist. Der schwierigste Djinn ist der, den wir haben. Der einzige Djinn, den wir haben. Was für eine Ironie. Den schwierigsten schaffen wir und den Rest schaffen wir nicht. Hä? Wo sind denn die ganzen Djinns? Komische Verteilung hier. Das solltest du lassen. Okay. Hat er zum Glück nicht gehört. Ey Mann, ich hab die scheiß Aufgabe, jeden vom Haken zu holen. Meine Chance. Och, und die wurde wieder weggenommen. Hähnchen wieder geklaut. Egal. Ein Gen ist ganz schön wenig.
Wo ist denn hier? Au! Ich dachte, da wäre irgendwo so ein, eine Palette, die hier umwerfen können. Wieso macht ihr keine Gens? Wir haben noch vier zu tun. Wir haben noch vier zu tun und Lukas steht AFK rum. Geil. Warum auch nicht? Scheiße, scheiße, scheiße. Oh boy. Er kommt zu mir, oder? Nee, er ist bei Hähnchen. War krass, dass Hähnchen alle vom Haken holt, obwohl sie kein PT hat. Ich stehe daneben, will vom Haken holen, hab die sogar als Mission. Und darf es nicht. Oh boy. Der Gen ist fast wieder bei Null. Sind ja nur noch vier Gens. Kann man schaffen, Kappa. Ey, aber der Skin ist geil, den Lukas hat, ne? Ja. Loop den Killer so rum, dass er sieht, dass ich den Gen mache. Richtig schlau. Vielen lieben Dank dafür an der Stelle. Danke dafür. Und jetzt bin ich tot als Dank, dass ich den Gen gemacht habe, Alter. Ich bin jetzt tot. Als Dank für den Gen. Hab und Lukas den Killer dahin gelegt hat. GG. Ich hab niemanden geholt, ne? Einmal war ich ganz knapp davor. Cool, Lukas ist im Schrank und wartet. Nächster auf dem Gewissen. Alles Spaß, Lukas, ne? Alles Spaß. Wieso machst du den Gen nicht weiter? Mach doch den Gen einfach zu Ende. Oh. Oder du werfst bloß die Blendbombe. Dann ist der Zombie auch für 30 Sekunden knockt. Was war das denn? Du springst so laut. Was war das denn? Epic Fail. Jetzt hast du auch noch Dead Hard für einen Zombie benutzt? Alles schief gelaufen. Aber so eine Runde gibt's auch. Alles gut. Gen ist bei Null wieder. Was war das denn für ein Glitch? Ja, das war irgendwie so ein Riesenleck, oder? Bei mir ist er auch
durchs Fenster gelaufen und anschließend laut rübergesprungen. Habt ihr ja gerade gesehen. Sah sehr komisch aus. GG, Lukas, GG. Hühnchen macht's. Hühnchen macht's. Sie wird entkommen. Und ich glaube, Hühnchen wird entkommen. Such die Luke. Und dann raus da. Nice. GG. Luke gefunden. Habe ich einen Pip bekommen? Nee. Ausbruch, Murmel, Verstören, tödlicher Verfolger. War schon gut, der Killer. War schon gut. Next try. So, lass mich mal kurz Taskmanager gucken, wie die Auslastung ist. Ob alles gut ist? Jo. Alles super. So, Lukas, einmal bereit drücken. Perfekt. Drei Leute vom Haken holen. Das schaffe ich doch jetzt wohl, oder? Ich werde jetzt jeden Hühnchen klauen. Direkt zum Haken rennen. Wenn ich null Gens mache, egal. Dass das immer so lange dauert.
Adabunki, vielen Dank für deinen Schluck. Ich werde bald ausmachen und was essen, Leute. Ich habe mega Hunger. Vielleicht letzte Runde, oder? Was sagt ihr? 4 Stunden reichen für einen Stream, oder? 4 Stunden reichen, dann esse ich noch in Ruhe was. Oh nein, was habe ich getan? Warten wir kurz. Auf jeden Fall die Jägerin. Ich wette mit euch, sie hat Ruinen mit. Yes. Jackpot. Typischer Anfängerkiller. Nimmt Jägerin und Ruinen. Oh, ich hab's gefunden. Heute aber jemand nicht, dass ich ihn hole, ne? Oh oh, Lukas kommt mit dem Killer zu uns. Scheiße. Der Killer schon wieder bei mir. Was? Ich hab mich geduckt. Du machst nach der Runde aus. Alles klar, du streamst morgen auch DBD. Ich schau mal so 22 Uhr rumkomme, wenn mal Platz frei ist. Ja, morgen eventuell auch DBD. Und herzlich willkommen, Aura. Sorry, dass ich jetzt das antworte. Wunderschönen guten Abend. Genau, das wird jetzt die letzte Runde, dann werde ich mir in Ruhe was zu essen machen und morgen wird es auf jeden Fall auch im Stream gehen. Vielleicht wieder das gleiche wie heute, Anfang Sonic und danach DBD, mal gucken. Oder wir spielen Monster Hunter durch.
Oder wir spielen Monster Hunter durch. Direkt bam. Oh, danke. Nein, was tut sie? Hä? Die ist durchs Fenster gelaufen. Lol. Mega Fehl. Waren auf jeden Fall richtig gute Runden heute wieder mal. Schade, Aura, dass du da nicht dabei warst. Ach, schön, dass du nochmal vorbeischaust. Wieso lässt du die liegen? Oh, oh, alle sind verwundet. Nichts gut. Hut! Alles nicht gut. Ah, Scheiße! Schon Ende? Ja, es ist schon nach 23 Uhr, Aura. Hast du die Zeit vergessen? Hattest du ein Geschäftsessen? Oder hast du noch irgendwas anderes gespielt? Ich werde gleich was essen gehen und dann geht's ab ins Bett. Oh Mann, das war so ein Epic-Fail gerade hier. Oh nein, Mann, alle liegen nebeneinander. Der Killer hat Du hast Fortnite gespielt, Aura? Guck mal, der Killer braucht jetzt hier nichts mehr tun, Mann. Das ist vorbei. Der Killer kann jetzt hier campen. Ihr müsst versuchen, wegzukrabbeln. Ihr müsst euch aufteilen. Aufteilen, dass sie... Oh ja, ja, das sieht gut aus. Profi-Skiller, let's go! Oh mein Gott. 4%. Du kannst das einigermaßen spielen. Meine 4% haben geklappt, Leute. Ey, wisst ihr, was geil wäre, wenn wir jetzt noch entkommen? Wenn wir jetzt noch entkommen, das wäre so geil. Scheiße. Item leer. Jetzt noch entkommen wäre so geil. Aber ich denke, man kann nicht alles haben. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jeder hing nur einmal. Wenn wir uns gut anstellen... Aura, wir haben noch nie zusammen Fortnite gespielt, ne? Vielleicht spiele ich auch irgendwann mal wieder Fortnite. Aber Finger weg vom Battle Pass, also ich... Danke dir. Scheiße, wieso holt niemand... Wieso holt niemand Adawonku? Soll ich fix... Ah, okay. Die Frage hat sich erledigt. Das seit 4 Wochen. Menschen aus einem anderen Stream haben mir 2 Skins geschenkt. Wie geil. Das ist ja richtig nett. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt hab ich gesehen, oder? Oh mein Gott. Hm.
sie hat fast gewonnen, ne? Sie hatte anfangs fast gewonnen. Dann habe ich die 4% geschafft. Bin rausgesprungen. Wir leben alle wieder! Naja, okay. Ich weiß nicht, Lukas steht da AFK rum und der hing nicht einmal. Aber sehr gut. Wie ich bei der Killer immer mitsingen muss. Ja, Mann, ja. Ey, Aura, alle lagen gerade eben am Anfang der Runde und ich habe das Ding noch gewuppt und jetzt gewinnen wir einfach. Und jetzt gewinnen wir einfach. Das ist mega geil. Ja, gut. Okay, das ist eine Kiste, glaube ich. Okay. Okay, wir verlieren. Ja, hab's gesehen. Ein stolzer Streamer. Ich bin tot. Wo läufst du lang? Komm her, ich bin tot. Komm her, ich bin tot. Komm her, ich bin sonst tot. Geil, nicht voll geheilt. Scheiße. Mach ein Jen da hinten. Der da hinten AFK rumsteht, mach Jen. Lukas, mach ein Jen. Wieso macht Lukas den Jen nicht? Dann hätte ich Adrenalin bekommen, wäre aufgestanden und wir hätten gewonnen. Aber er macht den Jen nicht. Schade. Kein Jen. Lukas macht den Jen nicht. Ja, jetzt ist vorbei. Schade. Man kann nicht alles haben. Jetzt wissen müssen. Schade. Aber es war ein guter Try. Es war ein guter Try. Wir wären eigentlich schon lange tot. War ein guter Try. An der Stelle würde ich dann auch schon sagen, goodbye, meine Lieben. Waren richtig gute Runden heute. Uiuiui, Ei hätte ich noch holen müssen. Oh, positiv Pip. Noch zwei Pips, dann habe ich Silber 1. Schöner Stream, schlaft alle gut. Gute Nacht. Wartet mal ganz kurz. Oh, roter Rang. Wir haben einen Killer mit dem besten Rang bekommen, ne, an der Stelle. Ansonsten 58. Ich habe heute 5, 6, 7, 8, 3 Level gemacht. Noch ein Game und ich würde sogar ein viertes Level machen. Also wir sind heute ordentlich vorangekommen. Ich gehe dann auch wieder rüber zu Nico. Wer ist Nico? Wer ist Nico? Wir raiden heute auch mal. Komm. Wir raiden auch. Bleibt alle im Stream, wir raiden. Ihr bekommt Zuschauer-Brownies kostenlos auf unseren Nacken. Leute, macht mit. Grüßt ihn schön. Liebe geht raus. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao. Danke fürs Mitmachen.